Drei Hühner! Ha! Hast du gesehen? Drei Hühner müssen wir jetzt. Okay, das hat schon Sinn, Leute. Oh, ich bin ein Döde, Alter. Buck, 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 buck. Schloss Highwood ist noch in der Erkundung und wir sind gerade dabei, ein bisschen noch weiter hier in, auf der rechten Seite vorbeizuschauen. Da läuft irgendein Typ vorbei, der ein bisschen schneller ist unterwegs. Merke gerade, aber hey, willkommen wieder zurück. Die Stadt ist friedlich, aber da draußen wimmelt es von Monstern. Geh doch mal zu Eyes Laden und sieh dir mal die Werkzeuge an. Wie schwierig sind dir die Namen? Und natürlich habe ich Hades unterbrochen und so. Das war gerade der Postbote, der an dir vorbeigelaufen ist. Ach, der interessiert mich nicht. Okay, warte mal, wir haben ja ein Schild. Wieso haben wir ein Schild? Kann unser Schild kaputt gehen? Das ist jetzt die Frage. Achso, man kann die Sachen nehmen. Dann nehme ich aber erstmal den hier. Ich finde das ganz interessant. Immer raus. Nee, ich kann da nicht rausrennen, alles. Nicht mit dem Geldbeutel. Macht 80 Rubine. Perfekt, praktisch. Okay, kauf mir den und renn mit den anderen raus. Mhm. Große Geldbörde erhalten. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Einkauf. Ich warte auf dich. Erster Tod in 3, 2, 1. Warte. Nein, das war ein Scherz. Ja, zur Sicherheit abschalten. Auf Hades Verantwortung gehe ich, damit mal ein bisschen. Ich bock mir das nur aus, mein Herr. Ja, wow, das geht gar nicht. Schade, ich dachte, er hat was gesagt, das war wohl im anderen Teil. Schade. Ja, nee, funktioniert nicht. Am Schild. Ich weiß nicht, ob du das verlieren kannst wegen einem Monster, bei den anderen Zeldas geht das, dass es dir dann abnimmt. Wenn du Game Over gehst, ist es dann weg. Ich weiß nicht, wie es da ist. Okay, das weiß ich halt auch nicht. Deswegen habe ich ja eher die Geldbörse genommen. Hier scheint niemand zu Hause zu sein. Vielleicht sollten wir ihn nicht reingehen. Oh, schade, ich würde aber gerne stalken. Ich gehe mal in fremden Häusern rein. Das ist so mein Hobby. Oh weh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir, sie wieder einzufangen? Ja, na klar, mache ich doch gerne. Gut, fangen zwei Hühner in 25 Sekunden. Warum in 25 Sekunden? Du brauchst dich in die Häuser oder außerhalb der Stadt zu suchen. Warte mal, 25? Achso, hier ist ein Huhn. Oh, ein goldenes Huhn. Soll man die schlagen? Achso, man soll die... Nein, dann soll die aufheben. Hey, wie ist der Huhn weg? Okay, ich würde sagen, GG, ich hab gewonnen. Guck mal, ich hab einen Huhn. In einer sind 25 Sekunden. Oh, sorry. Du hast es leider nicht genügend Hühner eingefangen in der Zeit. Trotzdem danke für deine Hilfe. Oh, du bist so ein Ekelstück. Ich hab zwei Hühner, jetzt erzähl mir nicht. Danke, hier zum Dank. 10 mysteriöse Muscheln. Du hast 60 Minuten... Nochmal, du hast 60 Rubine erhalten. Okay. Wehe, das war dieselbe Belohnung, hätte ich nur eine normale weiße Huhn erjagt, ne? Hast du keine Angst? Nee, vor dir nicht. Siehst aus wie ein Clown. Leute, man kann sie nochmal helfen? WTF? Aber macht das Sinn, sie nochmal zu helfen und alle Hühner vielleicht in ihr Dings reinzuballern? Also theoretisch glaube ich, gab sie irgendwo mein Herzteil. Sicher bin ich mir aber nicht, weil ich verwechsel sie sonst, glaube ich, mit der London Farm auf Ocarina of Time. Ah, okay. Guten Tag, mein Bruder ist in der Schule. Ja, was interessiert mir dein Bruder? Ich will eine Katze haben. Oh, nenn halt nicht Katze, ignorier mich halt. Oh, kann man auch nichts machen. Eigentlich bin ich schon gewillt, nochmal zu... Ach komm, ich probiert einfach. Drei Hühner, ha, hast du gesehen? Drei Hühner müssen wir jetzt. Okay, das hat schon Sinn, Leute. Oh, ich bin ein Döde, Alter. Buck, 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 buck. Ach, leck mich doch. Oh, du kleines Dreckshuhn, ne? Bleib hier, du Huhn. Hallo? 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 Dankeschön. Ja, schwierig. Das Thema müssen wir gar nicht nochmal anquatschen, Mädel.
So, nächste Aufgabe geschafft. Weil es gibt unendlich. Glaube ich, noch machen, ich bin unsicher. Glücksfragmente und ich krieg jetzt schon. Okay, das sind die drei. Okay, das ist das, wo du schwimmen müsstest, aber das schaffst du schon. Weil ganz oben links ist eins auf der anderen Seite der Stadt. Gut, nachdem wir herausgefunden haben, dass wir hier die Schwimmflügel brauchen, um hier weiterzukommen oder wir über Wasser schwimmen müssen, können wir nun endlich weitergehen. Ich habe genug von Hühnern und sonstigen Frauen, die ihre Hühner suchen. So, Salz ist Overload. Okay, aber trotzdem haben wir jetzt 300 Rubine, wir haben Maximum Rubine. Und dazu noch drei Fragmente, die wir jetzt zusätzlich haben. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Schwester ist nicht... Achso, ja stimmt, das war der Typ mit der Schwester. Hä? Aber das hatte doch einen ganz anderen Raum. Ach, du bist die Schwester, ne? Ich schreibe gerade einen Brief. Ich kann nicht mit dir spielen. Tut mir leid. Der hat dir gesagt, dass ich mit dir spielen will, Frau. Achso, warum will ich eigentlich noch Dings sammeln? Lol. Ich bin ja voll mit Rubinen. Ui, Junge. Achso, ich wüsste, hier ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir es später nochmal. Was auch immer da ist. Aber können wir gerne machen. Ich sehe, viele Gebäude sind noch abgesperrt. Ich möchte spielen, aber der Laden ist noch zu. Ich bin zu früh dran. Okay. Weird. Ist das auch gesperrt? Ja, ist auch gesperrt. Alles klar. Du kannst dich ja jetzt mal umsehen nach Leuten, die du ein Fragment geben musst. Vielleicht hast du jetzt das Passende. Das kann sein, ne? Egal, was die Leute sagen, der Bürgermeister ist ein guter Mann. Wahrscheinlich dein engster Saufkumpane, wa? Was für ein nutzloser Kauz! In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Ich bin Hagar, der Bürgermeister dieser Stadt. Weil ich Bürgermeister bin, habe ich normalerweise sehr viel zu tun. Trotzdem habe ich ein Hobby. Ich sammle Masken. Sie sind so wundervoll, wunderschön und erwünscht. Was sind denn diese Krüge? Mach einfach, ja genau. Oh, fragt man Vereinigung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, Krüge sind sowas. Ach, ja doch. Das haben wir. Die beiden Fragmente passen perfekt zusammen. Sehr geil. Oh, da wird uns gleich... Die London Farm? Glaube ich. Ja, moin. Er hat alles kaputt gemacht, die Sau. Die London Farm. Sie passen perfekt zusammen. Ich denke, jetzt passiert etwas Gutes. Dann müssen wir noch bei der anderen Frau mal vorbeischauen, die wir gesehen haben auf der Karte. Wenn diese Glocke erklingt, wird in Highwood etwas passieren, sagt man. Ein Weltuntergang wahrscheinlich. Christi, jetzt bist du ja gerade für den Unterricht bereit. Da kommst du aber nicht rein. Oh, schade. Ich wollte aber am Unterricht teilnehmen. Oh, ihr scheint ja richtig viel Spaß zu haben. Du solltest mal vielleicht mal deine Nase schnauben, mein Junge. Alter, Hilfe! Ich werde vom Kind verfolgt! Hilfe! Vor der Stalker. Hilfe, 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 ein Kind. Ich möchte ein Buch ausleihen, aber die Bücherei ist noch geschlossen. Na, ich bin alt, ich kann warten. Du willst auch irgendwas? Okay, er hat ein grünes Fragment. Ein grünes haben wir nicht. Schade. Schade, Marmelade. Was ist mit dem los? You cannot pass. Ach so. Und zack, ein Brief hin und her. Oh. Deine Arbeit will ich haben, ey, du fauler Sack. Nur am Briefe, Mann. Ey, der Typ ist trotzdem gruselig. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus ist im Süden der Stadt. Die ist toll. Er bringt dir persönlich seine Schwerttechniken bei. Vielleicht sollte ich auch mal dorthin und mich abspecken lassen. Ja, mach mal. Viel Spaß dabei. Ich komme aus dem fernen Land. Das sieht man auch an meiner Kleidung. Fragment mit Fragezeichen. Oh. Oh, passt. Ey. Läuft, läuft. Irgendwo in einem Wald. Ist das nicht sogar direkt unter uns? Mhm. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Knopf. So, dann haben wir dort schon zwei Sachen. Sie passen perfekt. Hoffentlich passiert etwas Gutes.
Alter, wenn ich nochmal irgendjemand lese, der irgendwas sagt, mit irgendwas Gutem passieren, ne? Sag Hund! Wow, wow! Ich mach daraus Jägerschnitzel. Oh, irgendwo muss man in der Stadt auch clean werden, ne? Eigentlich. Da oben ist ein Briefkasten. Ach so, der zeigt für Brief... Ah, oh. Für den Briefherren hier an. So, sonst noch irgendwas in der Stadt, wo ich sage, das müssen wir noch erkunden? Außer die eine Frau. Gut, okay, da kommen wir nicht hin. Doch, du kannst die Leute ansprechen, die lassen dich dann, glaube ich, durch. Echt? Also nur wenn du mal hier bestimmte Aufgaben erfüllt hast. Zum Beispiel hier wird gebaut. Da kommst du nicht durch. Gehen wir nach links? Nee, da ist auch jemand. Ja, aber der, glaube ich, sagt dir, dass du die Schwertkunst gelernt haben musst. Da draußen ist es ziemlich gefährlich. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Mhm. Ich bin der flinke Briefträger und eile für dich durch die Stadt. Ja, für mich oder was? Geh mal weg aus dem Weg, du Nervenbüchse. Du hast mir noch genervt. Ja, er durfte aus der Stadt raus. Warum ist da ein Loch? Aha! Der Schlingel hat einen geheimen Versteck. Holy shit. Lol, ein Glücksfragment. Ja, moin. Easy. Ein Glücksfragment, Junge. Glücksfragment. Und was ist das hier? Nichts. Kannst du noch nicht nutzen. Okay. Oh, die Musik ist heavy. Bum. Der Typ hat irgendwie irgendwas am Streck am Stecken hier. Ich sehe es in seinen Augen und in seinem Keller. Aber ich glaube echt, eine der Sachen wollte, dass du eine Schwertkunst erlernst. Muss mal kurz gucken. Laut Map musst du nach links. Ja, warte mal. Mhm. Ich habe hier doch noch irgendwo eine Frau gehabt, die Probleme hatte. Noch. Ja, genau, ne? Warst du das? Hallo? Nee, die hast du. Oder war es die Farmbesitzerin selbst? Nee, irgendjemand wollte doch noch was von mir. Da scheint niemand da zu sein. Irgendjemand wollte doch ein Fragment. Leute, ich bin doch nicht blöd. Das war der Schwertkunst-Tiny, da haben wir die Schwertkampftechnik erlernt. Wo ist denn der Café? Da. Du wolltest noch was. Grün, okay, grün haben wir nicht. Wir haben noch zwei rote auf jeden Fall. Hm. Kann ich euch nicht sagen. Kann keiner sagen. Warte mal, was ist denn das hier? Nein, ist das... Warum bin ich in diesen Laden gegangen? Jetzt denke ich mir so... Oh, da ist ein... Oh. Oh. Oh, du kannst da niemals hin. Doch, kann ich. Doch, kann ich. Ich sehe schon den Weg. Die Tür ist verschlossen? Oh, du kleines... Alter, das Spiel, ne? Mach mal den Taster sauber. Den hier? Ja. Hm, irgendwas wird das gebracht. Aber hat der Typ nicht auch einen Wunsch? Der Dicke auf jeden Fall nicht. Und der hier auch nicht. Nämlich, unten rechts der Kleine. Kleine? Die alte Oma? Die hat einen Wunsch. Och, blau, Mann. Nimm doch rot, du. Du nicht? Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken hier. Kann ja wohl nicht sein. Was? Mach mal gegen den Brunnen. Kann ich nichts machen. Der Brunnen ist einfach Brunnen. Okay, schade. Nicht in jeden. Wenn du gestorben wärst. Hätte ich auch gefühlt. Warte, was? Hm, oh, lecker. Das riecht ja geil. Kann man hier etwas probieren? Frag doch einfach mal nach. Guten Tag, bring zur Kasse, was du kaufen möchtest. Nö, vielleicht möchte ich aber nichts kaufen. Gib dann die meine teuren Rubine für dich aus. Bringt die überhaupt irgendwas? Weiß ich nicht, ich habe noch nie sowas gekauft. Denn habt ihr jetzt eine Aufgabe da draußen? Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was dieses Brot, was das Essen hier bringen soll. Wenn es Zusatzstatuswerte bringt oder sonst was, was ich nicht glaube, könnt das gerne mal schreiben. Ob das überhaupt was bringt. Ach, guck mal, du willst auch noch was.
Och, grün. Meine Güte, habt ihr echt kein Faible für rot? Huch. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich komplett jetzt das Gebäude, den Komplex hier abgeschlossen. Hier ist keiner mehr, der irgendwas will. Vielleicht können wir die Sachen noch nicht abgeben. Aber wir können mal rechts nachgucken. Wir waren jetzt hier drüben noch nicht so viel. Ob der uns durchlässt. Oh, du hast die Wirbelattacke gelernt. Lass mich überprüfen, ob du die wirklich auch draußen einsetzen kannst. Oh. Bitteschön. Ja, du hast sie mir gezeigt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs, also sei vorsichtig. Der lässt uns nämlich durch. Alles Klärchen, Papierchen. Dann nehmen wir halt da durch. Und wir kommen in der Hochebene von Bele. Ich würde aber Bele beim nächsten Mal machen. Ich würde jetzt nochmal Backtracking gehen und die Sachen, die wir oft gemacht haben, auch holen. Das erste befindet sich ja schon mal hier, wenn ich mal den hier wegmache. Und zwar werden wir irgendwo rein teleportiert, wo auf jeden Fall zwei Kisten sind. Mit einem grünen Fragment, ja moin. Und noch einem grünen Fragment. Willst du mich jetzt rollen so langsam? Ich fühle mich richtig gerollt. Bruder, ich möchte gerne hier raus. Na sowas, Besuch? Eine seltene Ehre. Wie bist du hier eigentlich hergelangt? Ist eine lange Geschichte. Die werde ich dir jetzt nicht erläutern. Tut mir leid. Und wer bist du eigentlich? Keiner glaubt mir. Ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Okay, ist auch creepy, wenn du das sagst, so. Sieht ganz normal aus. Noch ein Glücksfragment? Du wirst halt Feuer schmissen mit dem Zeug. Wer hätte gedacht, dass Opa Gasto krank wird? Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen. Nee, findest du? Als ich noch jung war, nannte man mich Gusto, den Windstoß. Ich war fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich aber irgendwie so schwer. Ich kann es doch nicht aufstehen. Du siehst ganz normal aus. Blaue Farbe in mir sich ist doch, heißt doch normal, oder nicht? Wollen wir mal probieren? Was denn? Naja, Windstoß, du hast ein Pusteding. Vielleicht ist noch der Windstoß zu schwach. Lol. Du Heiler. Wer hätte das gedacht? Opa sieht schon viel besser aus. Wie soll ich dir nur danken? Ich hätte nie gedacht, dass er wirklich von einem Geist befallen sein könnte. Krieg ich jetzt was? Was? Ich war von einem bösen Geist befallen? Und du hast ihn vertrieben? Oh, meine Kräfte sind wieder da. Bald kann ich wieder aufstehen. Dein Name ist Chrissy, ja? Du hast mich gerettet. Dafür kriegst du 100 mysteriöse Muscheln. Die sind mies, die mies Muscheln. Ja, geil. Hat sich gelohnt. Lässt du mich jetzt auch durch? Hallo, ich hab deinen Opa befreit. Nein, halt nicht. Ignoriert dein Opa, weißt du? Eklig. Der Typ, eklig. Vielleicht ist er jetzt weg. Wieso ist der so eklig und penetrant? Ja, dann gehen wir halt wieder. Pö. Scheiß Familie. Nur egoistische Leute hier. Hat jemand gemerkt, wo das andere Ding war? Ah, hier ist Nummer 2. Achso. Da gibt's einfach nur ein Herzteil. Ja, okay, nehm ich mit. Müsste jetzt das vierte sein, ne? Geil, Leute. 5 Leben. Easy. Ich glaube, hier ist ohne gesperrt. Naja. Ja, okay, da können wir noch nie hin. Ah, guck mal nach, ob einer von denen eine Mission hat. Ne, hat er nicht. Doch, der hier. Hier ist nochmal ein Fragment zum Vereinigen. Haben wir sogar dabei. Alter, erstmal alle Fragmente rausholen hier. Oh, öffnet sich das Tor? Nee. Doch. Okay, geil. Geil. Das hat sich gelohnt. Da! Ja. Holy shit, was macht die? Alter, was ist das denn für eine goldene Schlange? Was kann die? Harry Potter, ja. Alter, diese goldene Schlange. Oh, jetzt stirb doch!
Alter, wie viel Leben hat die denn? Eine Million! Probier's doch mal mit dem Krug. Wenn es da nichts Geiles gibt, bin ich echt sauer. Ja, okay, funktioniert mir mit Krug! Bruder, die ist ja aber aggressiv. Du musst nur genug schlagen. Sicher? Mhm. Alter, wie viel Leben hat die blöde... Es ist tot. Dein Ernst jetzt wegen einem Riesenrubin? Oh, 100 Rubine hättest du jetzt gekriegt. Das ist Zeitverschwendung. Es war pure Zeitverschwendung. So, für diesen perfekten Mann, den Juten Jevin oder Jan, haben wir auch noch ein Fragment, was wir uns ergreifen und ergattern können. Und es scheint im Garten vom Hyrule zu sein, also vom Schloss. Stimmt, haben wir nicht irgendwo anders noch so ein Tor freigeschaltet, außerhalb der Map? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, auf der London Farm. Ah ja, stimmt, da kamen wir ja noch nie hin. Okay, und der Typ drinne wollte noch eine blaue oder grüne? Oh, geh weg, Tusse, geh einfach weg. Ich glaube, eine blaue, da hast du dich so fürchterlich drüber aufgeregt. War das blau oder grün? Nee, grün sogar. Aber ich hab die grüne nicht mehr. Aber wer hatte denn nochmal blau? Ah! Da ist noch eine Oma. Und das kann immer wieder passieren, oder? Ah! Camilla, wieso? Was passiert? Wenn du bestimmte Charaktere fertig hast, können andere Charaktere auch ganz plötzlich einen Wunsch haben. Oh mein Gott, das heißt, das ist unendlich. Aber eine Truhe wurde freigeschaltet in der London-Farm. Naja, unendlich nicht, aber es sind sehr viele Splitter. Es ist fast wie die Crocs. Ich glaube, ich guck mal nach, wie viel es gibt. So viele können es nicht sein, sonst wäre das Spiel unendlich. Gut, aber Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen und fürs Däumchen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao. Tschüss.